Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z, legendäre Superkrieger. Im letzten Part haben wir mit Krillin Nummer 20 besiegt und das ist ziemlich simpel. Und ja, dann hat Nummer 20 16, 17 und 18 aufgeweckt. Goku ist weiterhin an seinem Herzvirus ein bisschen erkrankt. Wir haben eine zweite Zeitmaschine gefunden, in der sich Cell aufgehalten hatte. Und nun ist Piccolo, der sich mit Gott fusioniert hat, steht Cell gegenüber und die kloppen sich jetzt. Das ist auch der Grund, warum ich sagte, man sollte auch mal Piccolo zwischendurch trainieren, weil man muss halt auch mal mit ihm kämpfen. Und ein Level ist schon mal nicht schlecht zu haben gegen Cell. Denn Cell ist gar nicht mal so schlecht und er ist schnell. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. After Image. Können wir eigentlich gleich reinhauen, warum nicht? Vier-Phasen-Attacke. Ich meine, das nimmt uns gleich ein bisschen Ki weg, aber das ist nicht das Problem. Falls er jetzt irgendwie auf die Idee kommt, irgendwas plötzlich zu machen, dann haben wir wenigstens gleich mal den After-Image-Effekt. Okay, wir machen die Vier-Phasen-Attacke. Sehr schön. 0,6 sogar. Das heißt, ich habe für 2 nur 0,1 Sekunden gebraucht. Wow. Ich glaube, so schnell habe ich noch nie eine Vier-Phasen-Attacke gemacht. Nicht schlecht. So. Jetzt haben wir erstmal sein Kommando gleich wieder weg. 5-Phasen-Attacke. Das lohnt sich. Dadurch verliert er jetzt potenziell 5 Ki. Wir haben nur eins dafür hingegeben. Das Kostenpunkte. Ich sag immer wieder Ki und ich werde es wahrscheinlich immer noch weiter sagen. Deswegen werde ich, glaube ich, aufhören, mich immer wieder zu verbessern. Aber das war auf jeden Fall ein gutes Plus. Und wir haben noch eine Foresight. Sehr schön. So, 3-Phasen-Attacke. Wow, da habe ich gerade genau falsch rum gedrückt. Ja. Das war ziemlich schlecht. Also so richtig, richtig schlecht. Meine Güte. Meine Güte, war das schlecht. So, wir hauen ihm nochmal die 3-Phasen-Attacke aber auch weg. Trotzdem etwas schade, dass wir die Chance nicht wirklich nutzen konnten, um einen Plus zu kriegen. So, Endurance und Taioken. Bei Cell ist wieder das Problem, dass ich ihn nicht wirklich einschätzen kann. Ich glaube fast, dass er eher zu sowas wie Kamehameha greift. Also eher Super Kamehameha und sowas. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich weiß, dass er zu vielen Sachen greift. Wir haben ja gehört, er spürt Freezers Ki, er spürt Piccolos Ki, er spürt Gokus Ki. Kamehameha, Höllenspirale, die ganzen Angriffe. Können wir alle von Cell jetzt erwarten. Das ist, was gefährlich wird. Er bewegt sich ein bisschen hin und her. Was soll er nur machen? Jetzt sammelt Ki, okay. Hier holen wir unsere Punkte. Wir müssen jetzt sehen, dass wir das erstmal überstehen, sein Ansturm. Das ist der Tritt, ne? Das ist gut, den zu haben. 3-Phasen-Attacke. Er bewegt sich wieder nach oben. Mir ist ganz ruhig ein bisschen weniger bewegen und einfach da oben bleiben. Denn da oben gefällt es mir, ehrlich gesagt. Wie viel brauche ich eigentlich dafür? 25 Punkte, das ist so ähnlich wie die Genki Dama. Und er macht sogar nur eine 4-Phasen-Attacke, keine 5-Phasen. Warum auch immer. Aber okay. Okay. Schauen wir mal, was wir kriegen.
leider noch keine Phasenattacken, sondern einfach nur Verteidigung. Ich bin jetzt aber auch in der Luft. Das könnte problematisch sein. So, er kommt näher ran. Die Frage ist jetzt, gehe ich einfach nur nach unten und hoffe, dass der Earth-Damage funktioniert, weil immerhin habe ich den ja dafür. Ich gehe nach unten. Auf den Strahl, Super Special Beam Cannon. Welches Nick ist nicht genau, nicht sehr genau ist. Vielleicht habe ich dadurch tatsächlich Chancen. Nein. Okay. Ich weiß ja auch nicht, ob man da einfach nur stehen bleiben muss bei der Verteidigung, damit das so funktioniert, aber scheinbar war es nicht die richtige Entscheidung von mir. Er bewegt sich wieder weg. Bewegt mich aber diesmal hinterher. Ah, er sammelt auch Ki. Das könnte jetzt etwas knapper werden wieder. Wir geben ihm erstmal die Lightbomb, weil er jetzt eine 100 Accuracy hat. Boom! Jawohl, ja! Wow! Das war verdammt guter Schaden. Ich hoffe, er macht jetzt nichts. Verdammt, das war's wahrscheinlich. Verdammt! Ich hab gehofft, dass er es nicht macht. Was für eine Verschwendung. Bist du so schwach? Ja, wir müssen nochmal versuchen. Ach, Menno. Schade. Da habe ich mir teilweise auch selber ein Ei gelegt. Oh mein Gott. Okay, wir haben Cast Switch schon mal zu Beginn, das ist gut. Und eine 4-Phasen-Attacke. Das heißt, unsere Punkte gehen schon mal ordentlich hoch. Und was haben wir da? Endurance, okay. Machen wir nochmal die 4-Phasen-Attacke, holen unsere CC-Punkte ordentlich rein. Wunderbar. So, jetzt können wir nicht viel machen. Da wir wieder Foresight noch irgendwas anderes haben. Ah, er macht auch nur eine 3-Phasen-Attacke, das ist also nicht so schlimm. Ah, wir kriegen noch eine Phasenattacke, sehr schön. Versuche ich's? Ich versuch's. Ich habe auch schon 6 Phasenattacken von ganz hinten geschafft, aber mal gucken. Wunderbar. Puh. Das Problem ist, desto höher die Phasenattacken werden, desto höher wäre. Das schlimmer werden auch manchmal die Kombinationen. Ich meine, sowas wie A hoch B ist ja noch recht einfach. Oder A, B. Weil da kommt dann halt A hoch B, A, B hoch oder irgendwie sowas. Und das ist dann schon ein bisschen schwerer. Das lässt sich nicht so einfach schnell drücken, wenn man sich nicht gescheit konzentriert. Deswegen ist es oftmals besser, dann mit der 6-Phasen-Attacke, vor allem wie ich später wahrscheinlich kämpfen werde, da werde ich prinzipiell in der ersten Runde eh einen Schritt nach vorne gehen. Beziehungsweise in der zweiten, je nachdem, wo ich anfange oder nicht. Beziehungsweise eigentlich immer erst in der zweiten. Weil ich jetzt einmal Key sammeln muss dann. Ich werde prinzipiell immer einen Schritt nach vorne gehen erst. Weil, wie gesagt, ich habe es auch schon mal geschafft, eine 6-Phasen-Attacke von hinten zu machen.
Aber das ständig zu machen, traue ich mir selber auch nicht zu. Denn man sieht ja, meistens brauche ich durchschnittlich 0,2 Sekunden für eine Taste. Das heißt, ich bräuchte halt wirklich schon genau das Richtige, dass das klappt. Und das traue ich mir halt nicht ganz so zu. Deswegen lieber einen Schritt vor, da habe ich dann ein bisschen mehr Zeit. Dann kann ich nämlich auch mich lieber kurz nochmal, kann ich lieber nochmal genau hinsehen, was ich denn überhaupt drücken muss. So. Weiterhin gehen wir auf die 3-Phasen-Attacken. Haben einiges an Verteidigung jetzt. Ab viel helfen tut uns das gerade nicht. Er bewegt sich nach oben, das hilft uns schon mehr. Das Problem ist, er hat sein Ki erhöht. Aber ich denke mal, der geht wirklich mehr auf die speziellen Attacken. Jetzt können wir mit der Void einiges rausholen, denke ich. Aber mal schauen. So, das ist nochmal Cap Switch, oder? Nee, Full Spirit sogar. Auch gut. Nehme ich sehr gerne an. Benutzen wir dann auch gleich. Um ebenfalls unser Ki zu erhöhen, so wie Fels eben auch schon gemacht hat. Und dann tut nämlich diese Lightbombe nämlich nochmal ordentlich weh, die Höhengranate. So, Ki ab. Er sammelt sein Ki. Macht das. Ich erwarte deinen Angriff. Nur, dass es auch alles klappt, wie ich es vorhabe. So, was haben wir da jetzt? Ist das nochmal Cap Switch? Ja. Ich hoffe, er macht erst die Phasenattacke, dann benutze ich gleich nochmal Cap Switch. Da hätte ich mich wieder fast verdrückt. Und er bewegt sich wieder nach unten, das ist ein bisschen schade. Er lässt sich gerade nicht ändern, aber er geht wenigstens nicht näher ran. So, nochmal Cap Switch. Er macht die 4-Phasen-Attacke. Das heißt, ich kann nochmal schön Ki Plus machen, ohne viel Schaden zu nehmen. Und wir sind in der Luft, was okay ist, da ich eh Void habe. Foresight haben wir auch nochmal. Die Select Character, ich habe noch einen, wollte ich gerade sagen. So. Sammle auch meine Kraft jetzt. Er kommt näher ran. Möchte mir natürlich dann auch ordentlich reinhauen. Aber diesmal habe ich darauf keine Lust. Und weiche deiner Höllenspirale einfach mal aus. Zuck. So, jetzt bin ich nämlich dran. Hau dir erstmal die Lightbomb rein ins Gesicht. Boom. Er macht gar nichts. Kriegt sie voll ab. Mit dem Ki Plus macht es ordentlich Schaden. Und ich bewege mich einfach nochmal direkt vor ihn. Er sammelt auch nochmal Ki. Aber das sollte mich jetzt nicht mehr stören. Mach nochmal die Lightbomb. Hauen die Shockwave weg. Und hoffen, dass das jetzt ausreicht, um ihn einfach zu töten. Achtung, Endurance. Nein, er bewegt sich weg. Das sollte dann also reichen. Jawohl, ja. So leicht kann's gehen. Kamehameha, Aftermatch, Telepathie. Noch so ein Kommando-Fail. Das ist gut. Nehmen wir natürlich mit. Ich kann ihn besiegen. Ich werde ihn dazu bringen, seine Verteidigung runterzulassen. Ich habe...
Also, ich habe schon lange das seltsame Kind nicht mehr gespürt. Aber Trunks ist noch nicht zurück. Sind Sie okay? Ich bin zurück! Hey Krillin, was passiert? Cell, der Ginga Town angegriffen hat, ist ein Android, der gebaut wurde von Zellen, die von Goku, Freezer und anderen genommen wurde, von einem Spionageroboter. Cell wurde 24 Jahre in der Zukunft gebaut und musste Androiden Nummer 17 und 18 absorbieren, um vollständig zu sein. Aber in seiner Welt sind alle Androiden zerstört worden. Also hat er Trunks getötet und hat ihm seine Zeitmaschine genommen. Und ist aus Versehen hier gelandet. Sein Körper war zu groß, um in die Maschine zu passen. Also hat er sich selbst in ein Ei zurückverwandelt. Es hat ihn 3 Jahre gekostet, um seine originale Größe wieder zu erlangen. Piccolo hat Cell in die Ecke gedrängt, aber er ist entkommen. Cell sucht nach Nummer 17 und 18, um sich selber zu vervollständigen. Er gewinnt Kraft, indem er Leute attackiert. Ach, was für eine Geschichte. Piccolo und Tenshinhan möchten ihn besiegen, bevor er sich verwandelt. Trunks und ich haben Dr. Gyros Computer gebrochen. Ich denke, es macht keine... Achso, aber ich glaube, es macht, ändert sich nichts weiter dran, dass Cell bereits hier ist. Trunks ist zu Vegeta gegangen, weil er möchte mit ihm trainieren. Tage später war immer noch kein Zeichen von Cell. Wenn wir das benutzen, kann Cell uns nicht durch unser Ki erwischen. Wir werden ihn das nächste Mal erwischen. Hey da! Goku? Vater! Goku hat seine Herzprobleme überstanden. Er ist zu Gohan mit seiner Teleportationstechnik gegangen. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Eine laufende Waffe. Die Androiden kommen. Ja, denn die gibt's ja natürlich auch noch. Mein lieber Kamikolo. Bitte verschmelz unseren Namen nicht so. Nenn mich einfach weiterhin Piccolo. Ich kann gegen Cell oder die Androiden noch nicht kämpfen. Ich muss mit Gohan trainieren im Raum von Geist und Zeit. Niemand hat dort ein Jahr überlebt. Und du hast es selbst nur einen Monat geschafft. Ich nehme Vegeta und Trunks mit mir. Die können es schaffen. Okay, aber beeilt euch. Cell absorbiert Menschen, um stärker zu werden. Gohan, lass uns zusammen teleportieren. Okay. Sag mir, Goku, hast du Angst, einen stärkeren Gegner als Freezer zu bekämpfen? Oder bist du, freust du dich schon drauf? Ein bisschen von beiden. die Kammer von Geist und Zeit ist ein Raum in Gottes Haus. Eine Welt, in der, eine Welt, in der 3 Tage von uns ein Jahr in dort bedeuten. Vegeta und Trunks haben, mögen es dort zu üben. Es können 2 Leute da reingehen. Um Zeit zu sparen, gehe mit Trunks rein. Okay, aber wir gehen zuerst. Kakarot, warum fragst du mir, dass ich deiner Übung beitrete? Mein Ziel ist es, dich auszunocken. Keiner von uns kann den Gegner alleine besiegen dieses Mal. Ich bin sicher, da stimmst du mir zu. Du könntest dies vielleicht später bereuen. Vegeta und Trunks haben angefangen zu üben. Und ein Tag ist vergangen. Androiden sind ins Kami-Haus gekommen. Ein Kampf hat begonnen. Piccolo kämpft gegen seine Gegner. Ich fühle ihr Ki nicht, also müssen es Androiden sein. Oh nein, Piccolo wird sterben. Es gibt keine Wahl, du bist zu schwach. Gohan, komm nicht in die Quere. Er wird in Ordnung sein. Piccolo ist mit Gott funktioniert. Warum kämpft er einen Gegner, den er nicht besiegen kann? Möchtest du Zeit schinden oder bist du dumm? Was auch immer der Grund ist, wenn du es mir nicht erzählst, wo Goku ist, werde ich dich nicht leben lassen. Verstanden? Es wird nicht so einfach dieses Mal sein. Ja, und der nächste Kampf mit Piccolo steht an. Dieses Mal gegen Android 17. Ja, 17. Und wir benutzen gleich mal unser neues Deck und hauen einfach mal jetzt das After Image weg. Weil ich das sowieso nicht so mag. Und suchen uns dann auch noch mal das. Warmers. Hard Virus. Attack Power Down ist natürlich auch nicht unbedingt schlecht. Aber wir nehmen die Telepathy mit. Und speichern einmal mehr.
Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir es dann mit Android Nummer 17 aufnehmen. Bis dann!